Willkommen zurück bei Eternal Sailing. Im Kielwasser liegt eine 500 Meilen lange Seestrecke von Puerto Rico zu den Bahamas. Vor allem die letzte Nacht dieser Passage hat uns noch einmal alles abverlangt und wir und unser kleines Boot mussten noch einmal richtig kämpfen. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sind auf Great Inagua, der südöstlichsten Insel der Bahamas, angekommen. Auf dieses Revier haben wir uns lange gefreut, aber wir hatten keine Ahnung, wie unglaublich die nächsten Monate werden sollten. Hi, wir sind Matthias und Luisa. 2020 haben wir die Leinen in Deutschland losgemacht. Ohne feste Pläne und mit kleinem Budget segeln wir auf diesem wundervollen Ozean. Über 10.000 gemeinsame Meilen liegen schon im Kielwasser. Unsere kleine Settler 34 Wanderling macht es uns zwar nicht immer leicht, hat uns aber schon sicher zu den unglaublichsten Orten gebracht, die wir je gesehen haben. Und wir haben noch so viel vor. Klicke auf Abonnieren, wenn du mitkommen willst, auf die Reise unseres Lebens. Ja, wir sind jetzt seit anderthalb Tagen hier im Hafen. Super schön, endlich mal wieder in Ruhe irgendwo zu sein. Nach den letzten stressigen Stunden der Überfahrt jetzt und so war das echt nice, dass wir hier gleich rein konnten. Ja, es ist natürlich keine richtige Marina, sondern mehr so ein Industriehafen, also Industriehafen jetzt auch nicht, so ein kommunaler Hafen hier. Ja, wir nutzen hier die Dusche, um richtig viel Wasser an Bord zu holen. Unser Wassertank ist nämlich leer und wir rennen jetzt hier immer mit 5 Liter Kanister hin und her und holen halt Wasser. Weil wir Wäsche waschen müssen, weil der Tank leer ist, wir uns einmal komplett irgendwie ein bisschen renovieren wollen hier. Und das machen wir heute schon den ganzen Tag. Ich versuche zum ersten Mal so ein Blatt von der Aloe Vera zu präparieren, irgendwie fertig zu machen, damit man so eine Feuchtigkeitspaste hat, die man sich in die Haare schmieren kann, damit die ein bisschen feuchter werden. Oder halt Aftersun, das ist eigentlich für alles Mögliche gut. Aber bei uns lag die jetzt schon 4 Tage irgendwie auf der Überfahrt im Netz oben und ist getrocknet. Richtig dick, dieses Ding. Und das ist jetzt eher wie so eine Wassermelone. Ich weiß auch nicht genau, was ich damit jetzt machen soll. Ja, vielleicht google ich das nochmal. Fühlt sich wie eine Qualle an. Hier ist schon wieder eine neue Ladung Wäsche fertig. Zack. Hier stehen die ganzen Polster zum Trocknen. Und unsere Wäsche hängt da in der Sonne. Trocknet hier super schnell. Kommen wir gut voran mit. Ja, und hier unten herrscht ein bisschen Chaos. Wir haben die Segel noch zum Trocknen draußen ausgelegt. Das ist der große Spie, das ist die kleine Arbeitsfock. Wir haben beide nass, haben wir getrocknet. Ja, hier ist noch so ein bisschen Baustellenmodus. Da vorne wische ich gleich nochmal durch und dann kommen die Polster wieder rein. Also einmal alles renew hier. Ach so, genau. Also was ich schon gemacht habe, glaube ich. Ich habe diese gelbe Schicht irgendwie gar nicht richtig gesehen. Aber was ich weiß, ist irgendwie, dass wenn man die präpariert, dass es wichtig ist, unter der Schale hat die Aloe Vera so eine gelbe Schmierschicht. Und die ist wohl irgendwie toxisch. Also die sollte man irgendwie abkriegen. Ja, da ich das aber das erste Mal mache, bin ich mir nicht sicher, ob die ganz offensichtlich ist und ich sie deswegen schon abgemacht habe, weil ich großflächig geschnitten habe. Oder ob sie einfach noch dran ist. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Hier ist noch ein Stück Blatt. Ja, das sieht halt so eine Aber das ist so ein bisschen Schleim, ne? Ja, moin Leute. Ein schöner neuer Tag hier auf den Bahamas. Guckt euch mal diese Wasserfarbe an. Das ist einfach unglaublich. Hier liegt der Wanderling und das Boot, was hier neben liegt, das hier, das ist beim letzten Weststurm hier in der Marina ordentlich kaputt gegangen. Wurde dann einem Local geschenkt, der jetzt hier, ja weiß ich nicht, das wieder herrichten will oder irgendwie in Teilen verkaufen will. Und hier
liegt dann noch ein anderes Wrack, das auch bei dem gleichen Wettsturm kaputt gegangen ist, gesunken ist. Das ist so eine 40-Fuß-Yacht. Da ist ja offensichtlich niemand mehr da. Und das ist auch richtig, richtig fertig. Guckt euch das mal an. Also da kann man getrost von einem Total Loss sprechen. Das ist übrigens ein Spinnaker. Deswegen werde ich mir jetzt mal Schnorchelzeug anschmeißen und gucken, ob ich da noch was finde, was man vielleicht gebrauchen könnte. Die Sichtweite hier ist natürlich nicht so groß, weil es ein Hafenbecken ist. Aber ein paar Meter kann man schon sehen und vielleicht kann ich euch ein paar Aufnahmen zeigen von dem Wrack unter Wasser. Muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, weil da tritt nämlich auch Diesel aus. Nicht so viel und Gott sei Dank ist heute ein bisschen Wind, deswegen kann man sich ganz gut von Luft nähern. Alles halt vorsichtig und mit Bedacht. Da kommt gerade noch unsere zweite Ladung Wäsche. Hier die ganzen Kanister habe ich schon von der Dusche geholt. Ja, und diese Kulisse hier ist einfach fantastisch. Ja, ich habe auch gesehen, da ist ein kleiner Barracuda, der die ganze Zeit da. Der die ganze Zeit guckt, was Matti macht. ich hoffe mal, dass der nicht noch dichter kommt. Von der Seite vom Riff nähert sich jetzt auch noch so eine kleine Seenadel. Die sind auch immer relativ niedlich. Ja, ich habe ein paar Sachen gefunden, allerdings nichts Großes. So ein paar Leinen, also hier so eine geschlagene Leine und ein Snatchblock, der ist ziemlich cool tatsächlich. Können wir gut gebrauchen für die Barbaholer-Shoot. Also nicht ganz unerfolgreich, aber der meiste Kram ist halt kaputt oder ziemlich tief unter Wasser. Aber war auf jeden Fall cool, das mal abzutauchen. Gut, scheinbar die ganze Zeit von einem Barracuda verfolgt, im Kleinen. Ich habe den aber nicht gesehen, Luisa hat den nur von oben gesehen. Und zwischendurch gab es auch ein paar Schildkröten zu sehen hier. Also, ist echt krass, was hier im Hafen rumschwimmt. Ja, hier jetzt mal ein kleiner, kurzer Einschub. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, aktuell zieht der erste starke Hurricane der Saison, Hurricane Beryl, über die Karibik und hat die Windward Islands schon passiert und ist halt voll über Karriakou rübergegangen. Die hatten Windgeschwindigkeiten bis 130 Knoten rauf und die Insel ist vollkommen verwüstet. Ihr habt ja vielleicht, wenn ihr den Channel schon ein bisschen verfolgt, gesehen, dass wir letztes Jahr unser Boot da genau zu der gleichen Zeit auch stehen hatten, für Monate. Dass wir ganz viel Zeit auf der Insel verbracht haben. Und ja, jetzt diese Bilder zu sehen, tut ziemlich weh. Und es ist ziemlich, ziemlich schrecklich für die Leute da. Aktuell geht es erstmal nur darum, dass die Leute dort Lebensmittel haben und die wichtigsten Sachen, um die nächsten Tage zu überstehen. Aber langfristig muss natürlich auch ganz viel Geld investiert werden, um das alles wieder aufzubauen. Die Häuser, die kleinen Local Businesses. Ja, das macht einen schon sehr, sehr nachdenklich und traurig. Und das hätte uns genauso passieren können. Es ist also quasi noch nie passiert, dass ein so starker Hurricane so weit südlich und vor allem so früh im Jahr durchgezogen ist. Karriakou hatte so einen Volltreffer. Noch nie. Das ist für die Leute ein Riesenschock und für uns auch. Und ich wollte euch nur kurz auf die Möglichkeit aufmerksam machen, falls ihr vielleicht ein paar Euro übrig habt. Es gibt mittlerweile viele, viele Fundraising-Projekte, um den Leuten vor Ort zu helfen. Ich packe euch mal einen Link in die Videobeschreibung von einem Projekt, an das ich gespendet habe. Aber es gibt ganz viele andere auch. Wenn ihr einfach Hurricane Beryl bei GoFundMe eingebt zum Beispiel, dann findet ihr da bestimmt 20 verschiedene Fundraisers. Also falls ihr ein bisschen Geld übrig habt, da wird es auf jeden Fall gerade sehr dringend gebraucht. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen auf Inagua und wir haben von unseren lieben Nachbarn, die uns auch von dem Watermaker ein bisschen Wasser gemacht haben, heute schon, dass wir den Tank voll machen konnten, diese Falträder hier ausgeborgt. Richtig coole Mountainbikes und haben jetzt deswegen die Chance, mal ein paar Stunden die Insel zu erkunden. Jetzt gerade auf dem Weg zur Salt Factory und die Straße hier, die sieht auf jeden Fall abenteuerlich aus. Das ist nur Sand, schon seit 3 Kilometern oder so. Wäre mit normalen Fahrrädern ein bisschen tricky hier zu fahren, aber mit denen geht es ganz gut. Eine riesige Fläche, diese Insel einfach, alles sehr steppenmäßig. Echt wenig los, es sind halt auch wenig Leute, die hier leben. Und jetzt gucken wir uns mal die Salt Factory an. Und dahinter kommt auch noch so ein großer Salzsee. Können wir uns auch nochmal angucken.
Salz. Das sieht so cool aus. Was für eine tote Landschaft doch einfach, ne? Und Schatz, was ist da los? In den Sand gefahren, dass ich mich fast geledert hätte. Und jetzt habe ich beschlossen, ein kurzes Stück zu gehen. Was du natürlich sympathisch, wie du bist, direkt filmst. Mein lieber Schatz. Das heißt Anna Luisa, das Schiff. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Hurricane war. Bist du am Latschen? Ja, die vierte Stufe. Oh Mann, ey, jetzt wird noch weiter weg. Vom Leuchtturm an der Südwestecke der Insel genießen wir einen fantastischen Sonnenuntergang. Fast 30 Kilometer weit kann man von hier oben über das Meer sehen. Was für ein schöner Abschluss unserer kleinen Inselerkundungstour. Deswegen ist die jetzt noch manchmal schon fast außer Sicht. Ja, der Windfall, der tut, was er soll. Ja, moin Leute, wir sind wieder unterwegs. Wir waren jetzt fast eine Woche auf Inagua. War auch echt schön, um da anzukommen und mal Wäsche zu waschen und Wasser aufzufüllen. Unsere lieben Nachbarn haben uns mit ihrem Watermaker nochmal den ganzen Tank vollgeknallt. Also wirklich cool. Ja, wir konnten uns ein bisschen erholen, ein bisschen ausschlafen. Also sind wir jetzt gestärkt für die Bahamas und jetzt haben wir hier so einen Nordostwind, momentan noch so um die 5 Windstärken und laufen hier nur mit der halben Genua oder zwei Drittel Genua, so mit zwischen 6 und 7 Knoten nach Nordwesten und zwar Richtung Aiklands, das ist die nächste kleine Insel hier, wo man ankern kann. Ja, das soll so ein richtiger Bahamas-Strand sein. Mit einem geilen Schnorchelspot und Delfinen und irgendwie flachem Sandstrand und so. Da freuen wir uns total drauf. Ja, jetzt steht uns irgendwie so eine Nachtfahrt noch bevor. Es sind ungefähr 90 Meilen. Extra nachmittags losgefahren, damit wir halt dort im Hellen ankommen. Gucken wir mal, wie wir hier vorankommen. Lecker Haferschleim. Und bei Lisi gibt's Yum-Yum-Nudeln. Yum-Yum-Nudeln. Ja, wir sind jetzt fast da und es ist echt ein bisschen gruselig, weil man ist es ja hier im Atlantik so gewohnt, dass immer so 10, 20 Meter Wasser sind überall. Mindestens, auch wenn man auf eine Ankerfläche fährt. Und hier auf den Bahamas fahren wir jetzt schon seit einer halben Stunde so bei 3 Meter Wassertiefe. Und überall sind irgendwelche Korallenköpfe, versuchen das ein bisschen zu umschiffen. Wahrscheinlich ist es auch unberechtigte Sorge, weil so hoch sind diese Korallenköpfe nicht. Und wir haben ja nur 1,70 Tiefgang, aber das Wasser ist halt so klar, dass man die ganze Zeit denkt, man läuft jeden Moment auf. Und deswegen sind wir hier ein bisschen nervös gerade. Thank you.
das war's jetzt erstmal wieder von uns. Wie immer, denkt dran zu abonnieren und lasst uns gerne einen Kommentar da. Und falls ihr wissen wollt, was wir ganz aktuell so treiben, schaut doch auch gerne mal auf unserem Instagram-Profil vorbei.